Okay. Guten Morgen. Heute bewölkt oder was? Ja, ich glaube, jetzt kommt die Ist ja das erste. Wetterwende. Ah, Wetterwende. Ist ja das erste Mal im Jahr, dass so richtig so gar kein Sonnenschein am frühen Morgen. Die Wetterwende kommt. Nein! Komm wieder und jetzt gehen wir gleich in den Keller. Der Achim arbeitet da schon seit heute Morgen. Er hat nämlich einen Alleinauftrag. Ein Rad komplett zerlegen. Und dann wieder zusammenbauen. Restaurieren sozusagen. Jo, also. Achim hat gerade das Rad zerlegt. Fast. Ein Pistrada. Hier, pass auf, dass die dir nicht verloren gehen. Die sind locker nur drauf. Also, sie sind jetzt nicht so locker, aber dann auch wieder. Wisst ihr, ne? So. Ach, und der wollte sich nicht lösen, der muss aber raus, weil das ist hier dann nur festgegammelt. Musste hier mit dem Ja, okay. 10er Schlüssel einfach bewegen. Ein bisschen Fett drin, dann wieder rin, damit man es nämlich auch im Notfall dann wieder ja, justieren kann. So, was ist hier mit gewesen? Fangen wir erstmal damit an. Na, hier wird genau dasselbe. Kriegst du nicht runter. Okay. Wenn ich kann nicht doller drücken und die sind eine feste Verbindung, eine Jam, der müsste hier liegen. Was heißt, du kannst nicht doller drücken? Mein Arm sagt dann Stopp. Ach so, okay. Gut. Mit anderen Worten, wird Zeit, dass es mal rausgenommen wird. Ja. Also ich würde sagen, diese beiden Teile sind auch eine innige Verbindung, ein Yang. Na, schauen wir mal. Lagert ja auch Spiel. Ja, ist mir aufgefallen. Also, deswegen baut man ja auch so ein Ding komplett auseinander. Also hier bei dem Rad ist, muss man dazu sagen, komplett Service. Komplett Service heißt einmal auch bei mir tatsächlich komplett zerlegen. Macht keinen anderen. Gibt eine große Inspektion oder so. Da wird dann mal in die Lager reingeguckt und das Rad in alle Einzelteile sozusagen alles wieder gängig machen. Alle Lager öffnen. Hier hört man ja schon, das rollt zwar gut, aber es ist voll mit Sand und allem. Genau. Der passt. Der. Schon rausgefunden, wie das auch? Nee. Oder nicht? Okay, kommt freiwillig. Kommt freiwillig alles. Ja, es ist zwar irgendwie so was wie Fett ehemals drin, aber extrem hart. Und ganz schön Metall und Dreck Anteil. Das muss komplett schön gesäubert werden. Hast du noch eine Box genommen? Perfekt. Ja. Machtet euch einfach, weil ansonsten habt ihr am Ende so einen Haufen Schrauben und Zeugs und Gedöns und dann geht es euch wie Tommy, der dann gar nicht mehr weiß, was wo liegt. So, hier haben wir andere Seite Lager. Ist wenigstens noch ganz, also das Lager ist noch nicht beschädigt, plattgewalzt etc. So, und jetzt muss man schauen, dass man die andere Lagerschale rauskriegt, rausbekommt. Falls nicht, ist es jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm, muss man halt nur intensivst reinigen und schauen, ob die Lagerschale wirklich angeditscht ist oder nicht oder noch brauchbar ist. Besser ist natürlich, die geht raus. In jedem Fall. Achso, die Absperrung muss hin. Oh. Ich bin ja einfach angekommen hier und gleich losgemacht. 36. Schön.
geschafft. Also hier. Tada! Was haben wir hier? Kein BSA-Lager. Es wäre eh kompliziert geworden, denn. Italienisch. Steht doch ja nicht drauf. Keine Bezeichnung, nicht? So muss es sein. Ich freue mich sehr. Alle rein. Alle gut. So, Lager haben wir. Jetzt haben wir die größte Schwierigkeit, ist die Sattelstütze. Das ist jetzt natürlich das größte Problem. Sattelstütze nimmt man eigentlich als erste draus, dann kann man noch ein bisschen das Rad als Hebel verwenden. So ist es schwierig, aber nicht unmöglich. Vermutlich geht die Stütze jetzt dabei kaputt. Weil das ist wirklich, was man jetzt noch machen kann, um die Stütze zu retten, ist natürlich, man stellt das über Nacht auf den Kopf, haut das Ding voll mit WD-40 oder eben mit Cola und dann schaut man mal, ob sich das so ein bisschen rausfrisst. Durch das Ganze. Also das ist eine Aktion, die kostet ja normalerweise schon eine Sattelstütze rausarbeiten. In der Tiefe, die steckt ja fast komplett drin, kostet hier beim Metaller, wenn der das macht, 90 Euro. Alleine das. Ja, schade, Mensch, haben wir ein Problem jetzt, weil die Sattelstütze geht nicht raus. Da kann man jetzt nichts machen. Man kann jetzt darauf aufbauen, Sattelstütze ist nicht zu retten, bleibt so fix, wie sie ist. Und dann wird jetzt wieder aufgebaut, im Grunde genommen. Also alles ist zerlegt, hier wird alles sauber gemacht werden. Dafür baue ich jetzt vorne den Montageständer auf, weil hier kann ich nur die anderen Räder schrauben, das kann man in Ruhe vorne schrauben. Sattelstütze fest, super ärgerlich. Super ärgerlich. Also das krieg auch so jetzt. Steckt bis hier drin. Das müsste weichen. Ewiglich. Und dann über Wochen und dann bewegt werden, das ist nicht machbar. Kriegst du nicht hin. Ja, so oder so. Alles schick, alles gut. Ich baue den Ständer vorne auf und dann geht's los. Und dann mache ich hier die ganzen Schrotti-Räder. Einmal kurz. Ja. Die Kette, die hier unten liegt, die braucht man noch. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob ich überhaupt Bleche habe, aber ich glaube schon. Ich glaube, ich habe da. So. So oder so, die kommt jetzt noch ab. Meistens sind sie ja auch nicht mal irgendwie toll oder schick oder. Schutzbleche sind einfach nur so Schutzbleche. Also da muss ich auch mal jemand was einfallen lassen. Fahrrad, wo man die tatsächlich irgendwie so nur so ranploppt oder so, das wäre schon geil. So mit vollfertigten System. Also ganz ehrlich, ich finde die hier gar nicht so schwer. Aber ja klar, die sind ja okay, aber es ist halt Montageaufwand. Das ist das, was ich meine. Du musst ja bloß einklicken. Ja. Und dann unten festschrauben. Ja, musst du nur, ja. Aber du musst, jetzt nimm die nur aus der Packung. Es ist Montageaufwand. Ja. Und fangen wir an hier. Weil du musst ja erstmal hier ein altes abbauen, abfrickeln. Da musst du hier noch eine Lampe installieren. Und. Also es ist schon klar. Machbar. Logisch. Ist ja auch nicht schlimm. Ich gucke jetzt vorne. Irgendwas hier raschelt. Rascheln hier wird. Nee, noch nicht. Nee? Hat Ratze noch da, ja? Ja. Gut, ja, Gott sei Dank. So, jetzt. Okay, Lampe haben wir. Ich hasse Gaffer. So. Müll. Der kommt drauf an, wofür man es benutzt. Ja. Ich hasse einfach Gaffer. Ich bin da nicht.
Also wenn man es benutzt, um seinen Sattel zu tapen, dann sägt es noch ein. Finde ich furchtbar. Ja, vorübergehend mag das vielleicht stimmen, aber ey. Nee. So, Hinterrad muss nämlich auch raus dafür. Das ist ja nicht ein Schutzblech zu montieren. Einfach ist eben nicht so, dass man sagt, ja, mach ich mal eben schnell. Klar, ist das in einer halben Stunde vielleicht erledigt, wenn man Ruhe hat, nicht abgelenkt wird. Aber du musst das halbe Rad auseinanderbauen dafür. Das ist Fakt. Ausbauen hinten, ausbauen vorne. Deswegen kostet so was Geld. Ganz einfach. Hat ja auch keiner so schmale Finger, dass er hier rankommt und irgendwie zwischen dem Blech und Reifen noch irgendeine Mutter reinschrauben kann. Wer sich darauf einlässt, der sitzt manchmal länger, als hätte er das Hinterrad gleich ausgebaut. Oder doppelt so lange eben, weil er der dann eh noch tun muss. Bremsen aushängen, Bein runter, damit es nicht runterfällt. Ist dem Achim gestern passiert, halt gesehen. So ist das halt. Passiert. Dann kann man das hier abnehmen, Kette ab. Dann kann man die Schaltung auf Null stellen. Dann kann man den Zug wieder aushängen. Habt ihr ja erst dann gelernt, alle samt. Ach, ihr wisst ja jetzt, wie es funktioniert, oder? Das war doch jetzt eigentlich auch okay so mit dem Aushängen. Aushängen, einhängen. Also hier wieder auf Null gestellt. Jetzt hier nochmal für euch aus der Perspektive. Habt ihr gleich nochmal. Das ist das gleiche System. Hier halten, ziehen, ausfädeln, einmal rum, raus, fertig. Einfacher geht's nicht. Und danach diesen Haltestift hier wieder entfernen natürlich. Zack. Jetzt könnt ihr das rausnehmen. Prost. Ach so, ich habe ja hier noch eine. Ha, Mensch, mein Sohn ist völlig spendabel geworden, seitdem er Geld verdient. Er hat mir gleich zwei Dinger gebracht. Beruht ja auf Gegenseitigkeit, ne? 20 Jahre lang volle Unterstützung. Jetzt hat er mal mir zwei Clubmate dafür gebracht. So, Schraube hier unten ab. Da kommt man nämlich nicht ran. Wie willst du da rankommen, wenn hier ein Rad drin ist, ne? So, muss man halt immer so ein bisschen sehen. Im Verhältnis. Die Arbeit zu dem, was man dann aufruft, das ist sowieso, das ist nur noch wenig. Kannst du ja mal nachfragen, was das kosten würde im anderen Laden. Das würde mich echt mal interessieren. Das zu machen, so. Genau so. Das macht keiner für 200. Alle Züge neu, Bremsbeläge neu, das Rad komplett demontieren, alle Lager auseinandernehmen, alle Bremsen auseinandernehmen, Schaltwerk auseinandernehmen und dann vernünftig wieder zusammenbauen, macht keiner für 200. Weil alleine Züge wechseln, wisst ihr, 15 pro Zug, Bremsbeläge vorne, hinten, ist ja mal schnell ein 100er weg für die Nummer. Ah ja, Kreuzschlitz. Holen wir mal ein Blech und dann geht's weiter. Bleche haben wir. Super, das ist das neue Blech, das kommt hier ran. Und zwar einmal hier unten fixieren. Irgendwas riecht hier nach Kacke, wahrscheinlich die Pedalen oder so. So, fixiert haben wir es hier. Jetzt müssen wir hier oben ein Loch bohren. Das ist ja nicht alles so. Hoppala hopp. Bohrer. Nee. Schräubchen rein. Und Mutti drin. Böscher, Vogelbär, die kommen vom Böscher. Teil 2 haben wir, jetzt kommt Teil 3, sind die Streben.
4 Streben. So. Schrauben. Oh, das hört sich nach viel an. Mann, ey. In 15 Jahren die erste Reparatur, kommt gerade ein Kunde. Na Mensch, herzlichen Glückwunsch. Da ist doch alles durch. Nach 15 Jahren fahren ist alles durch. Tommy? Ja? Hier ist eine Schaltung. Ja? Bei was für einer Schaltung? Shimano. Na was, denn Nabenschaltung oder Kette? Nein, Kette. Ja. 15 Euro. Ja. Zug und Hülle, immer. Ja. Muss er da lassen. Kann dauern, Telefonnummer. Fertig. Hast du mitgekriegt? Nö. Der mit dem Newton nach Ada. Macht er nicht. Er sagt, du kennst ihn. Naja, kennen ist zu viel gesagt. Soll ich dir kurz was halten? Ich habe hier 1000 Teile. Genau mittig der 2 Streben. Dann. Ich mach mal kurz erstmal weiter. Das ist es nochmal. Nee, los. Ich kann hier warten. So. Ich hätte mir mal vielleicht die Achse noch mitnehmen sollen. Ich kenne ihn. Ja. Entschuldigung, die Welle. Warum nicht so eine Welle hier? So. Ja, macht sich denn besser, wenn man das Ding mit ihm hat? Auf alle Fälle. Kann man es reparieren. Auf alle Fälle nur mit Welle. Brian ist Lastenrad. Siehst du, Lastenrad ist ja auch draußen. Das ist ein Auftrag, der heute definitiv fertig werden muss. Also, liebe Leute, müsst ihr Rücksicht haben. Jetzt im Moment kann ich nicht irgendwie, ja, ich lasse das mal hier und gucken wir mal. Nee. Gespräche bitte so kurz wie möglich halten. Jetzt zur Zeit. Arbeitszeit ist kostbar. Ach, scheiße. Geht schneller. War das jetzt so schwer? War das jetzt so schwer, Mr. Lastrada? Jetzt doch? Ja. Telefonnummer da lassen, wir rufen an. Jo. Auf alle Fälle. Zettel, Stift. Ja, und jetzt kommt ja noch das Licht dran, auch noch. Das ist ja nicht so, dass das jetzt fertig wäre, wa? Für was denn? Bitte. Schloss, wa? Ein Zehner, was soll denn das für ein Schloss sein? Kenner das, ey. So, okay. Dann eine Niete ausbohren. Und hier unten ist, damit ihr mal wisst, hier oben die zweite Niete müsst ihr ausbohren, wenn ihr eine Lampe anbringt. Und hier unten ist dann Position 2 für diesen kleinen Verdrehgegenhalter Kabeldurchführung von innen. Also die zwei Löcher bohren. Wenn man es an die Stelle anbringt, ist es halt am stabilsten. Tatsächlich.
auch wenn es nervig ist, die Niete ein bisschen schwieriger ist auszubohren, aber so passt es ideal. Schau, hier, da, dort, ne, der Abstand. Lampenmontage bei dem SKS oder ehemals SKS-Blech. Und die Niete ist natürlich viel besser hier ersetzt mit einer Verschraubung, als wäre es genietet. Nieten werden locker, die fangen an zu klappern, die Verschraubung kann man ja immer wieder nachziehen. Okay, Hammer. Sieht mir nach Schwarzlicht aus. Glühbirne müssen wir gleich mal checken. Das war ja auch Auftrag. So, Trittlager ist wieder drin. Funktioniert nicht, die Glühbirne. Ist ja klar. Der Pizzakarton, ja. Was ist denn? Paprika. Da, sie leuchtet. Wunderbar. Erledigt. Mit reichlich Fett? Ja, natürlich. Super. Und läuft gut? Naja, mit dem ganzen Fett, was da drin ist, läuft. Also, fühlt. Läuft natürlich nicht von alleine, wenn ich immer dran drehe. Soll ja auch nicht, aber fühlt sich gut an auch. Ja. Schön. Okay, also wir wissen dann, damit wissen wir schon mal, der Dynamo funktioniert. Hintere Blech ist montiert. Schaut mal, wie lange das jetzt gedauert hat hier. Das war das bestimmt schon wieder eine halbe Stunde. Einfach für das hintere Blech. Was muss halt 25 Euro kosten mit Montage, Lampe und. Das ist da ganz normal. Da kann man halt nicht so günstig sein. Wie die Konkurrenz. Hinterrad wieder rein. Sprühfett oder sowas? Zeig euch jetzt auch noch mal. Hinterrad rein, wie folgt. Hinterrad ansetzen. Wieder. So, und das Lustige ist, den kann ich ja schon montieren. Rein aufschrauben kann. Zack. Jetzt machen wir das Ganze rückwärts mit der Schaltung. Den Gang haben wir ja noch wieder eingestellt, wie gesagt. Die Zugführung kommt nach innen, also innenseitig. So. Hier einhaken. Ja, ist ja simpel. So rein, drehen, gerade führen, ziehen. Einstecken, fertig. Ja. Nochmal, weil ich auch einen Fehler gemacht habe, zeige euch auch gleich welchen. Da müsst ihr auch drauf achten. Und zwar die Kette. Die Kette muss natürlich vorher, so muss das laufen. Ja. So ist ja Quatsch. So. Also nochmal. Rein. Rum. Aber wie gesagt, wenn man es kann, dann ärgert man sich ja auch nicht mehr, dass man es zweimal machen muss. Das ist auch real. Dann. So, soll ich die Kettenblätter auch noch auseinandernehmen? Ja, einmal abschrauben, sauber machen. Ja. Also einfach nur zum vernünftigen Säubern. Haben wir doch schon. Ja, der oder. Puh. Okay, das rollt gut. Jetzt kommt der Bremsanker hier wieder ran. Zack, 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 zack. Okay, so was sind wir hinten fertig. Was? Erst hinten fertig? Ja, erst hinten fertig.
wie ich sehe, hängt der auch noch schief drin. Das müssen wir natürlich noch ausrichten. Dass das natürlich überhaupt nicht gut läuft. Also die Bremse läuft ja gar nicht. Das ist ja mal so eine schlechte Bremse. Das müssen wir jetzt mal vernachlässigen, weil das ist kein Rad, was wir komplett hier aufbauen. So leid das mir tut. Licht läuft. Schreiben wir halt auf der Liste. Muss ich dann beim nächsten Mal machen. Oh, hier bin ich noch. Steuersatz einstellen, Licht verkabeln, zentrieren. Zentrieren haben wir. Schutzblechsatz 1 haben wir schon drin. Vorne zweite. Jetzt dachte ich schon, um Gottes Willen, dass ich hier noch alle die Züge alles machen. Das stand aber ja nicht auf dem Programm. Ne, der war nicht. Züge vorne, hinten, Radlager vorne, hinten einstellen, Tretlager einstellen, Lenkkopflager, Umwerfer einstellen. Das kann eigentlich bloß noch das goldene Rad sein. Das ist das goldene, genau. Das ist das goldene. Dann hängt die mal da ran. Das ist ja, genau, das war der Zettel, den wir noch abgebrochen haben. Komplett schick. Genau. Genau. Weil das ist ja alles. Einmal alles. Ja, das ist sehr gut. Deswegen schreibe ich mir meistens sowieso nicht die Namen auf, weil zu sehr lassen sich die Räder so schlecht zuordnen, sondern immer nur die Räder. Also Achim, der am Montag der Test, der geht natürlich nicht ewig, ne? Aber für die Zeit muss ich definitiv auf die Kinder aufpassen. Ich muss noch mal nachfragen, das ist vielleicht 2 Stunden sind das oder so, da bin ich nicht da, aber dann bin ich wieder da. Aber ich hab damit kein Problem. Okay. Und Marlies ist so krass, dass die das alle trotzdem durchzieht, finde ich richtig gut von ihr. Nicht hier ihn auf jetzt, geht ja nicht, bin ja krank, etc. Also nee, scheiß drauf, macht sie das. Völlig egal. Okay, läuft hoch. Läuft, läuft alles. Licht läuft. Ist das WD griffbereit? Hä? Das WD? So, Tommy, was denn? Leg dir mal einen Bambushain an. Denn? Naja, bauen wir die Fahrräder aus Bambus. Hier noch eine Kappe rauf. Kappe rauf und fertig. So, jetzt auch. So, das läuft. Perfekt. Super. Haben wir, fertig. Nächstes System, was haben wir hier? Nexus. Ist das auch 7-Gang? Nexus 7-Gang, anderes System mit der Aufhängung. Jennis hier. Aushängen ähnlich. Erst den da rein. Ähnlich. Aber hier können wir den Zug nicht einzeln aushängen. Sondern im Grunde genommen mache ich das hier komplett. Warte mal, ich mache es mal sauber. Damit man überhaupt sieht, um was es sich hier handelt. Da. Ähnliche System. Problematik hierbei ist halt, das ist geschlossen, das System. Ne? Hier kann man nicht das aushängen, raus und das wart. Man muss hier das gesamte. Was ist denn das hier? Hier gibt es offensichtlich ein paar Schwierigkeiten hier. Die Scheibe gehört da natürlich nicht ruf. Da fehlt was. Was denn? Brille.
dezent verpennt. Und ab. Ja. Das Ganze geht natürlich auch eigentlich leichter, aber irgendwie ist das hier alles so vergründet, vergrumpft. Muss man vorsichtig machen, weil das hier nur Kunststoff. Kette runter, Sicherung raus und weg das Ganze. So, und alle retour. Also diesmal achten wir auf die Kette. Ich bin auch schon nervös. Gelbe Punkte auf gelbe Punkte und dann nicht mehr kippeln, wackeln etc. Festschrauben und das war's. Kette drüber. Nicht gefunden? Leider nicht. Gibt's doch ja auch nicht. Schönen Abend. Gleichfalls. Ach, ja, was soll noch anderes machen in der Zeit jetzt? Also den hier krieg ich nicht ab. Wen kriegst du nicht ab? Den Bremsbelag? Ja. Wieso denn bitte? Dreht der mit? Kann nicht halten. Du kannst den nicht halten. Mhm. Ja, ist natürlich auch, wenn das nirgendwo dran ist, dann ist das ja ein bisschen schwerer, aber geht Gott sei Dank. Den anderen habe ich abgekriegt, aber ich hab mal Schiss, dass das wirklich nicht geht oder so. Ah. So. Was geben wir ihr denn für Bremsbeläge? Okay, ich pack dir mal hier. Hier ist noch eine feste drin mit einem Teil, ne? Ja, aber der Teil ist auf jeden Fall nicht dabei gewesen, was ich suche. Was suchst du denn? Na, hier von dem Gegenhalter, den ganzen Kladderadatsch. Das Teil war nämlich nicht da. Gegenhalter. Von der Seite. Das ist doch da drin. Ja, hab ich dir gesagt. Echt? Ach, jetzt habe ich keine von der Vorderradbremse verbraucht. Alles da! Ach, besser ist es. Mit dem Gesicht das total dazwischen, deswegen nervt mich das gerade total. Ja, weil ich halt auch total irritiert habe. Ich habe jetzt abends immer Lungen oder das Anschluss genommen zum Joggen. Ich war ein bisschen laufen muss, das habe ich in der Zeit vergessen. Aber das habe ich jetzt seit Anfang der Woche, seitdem es so schlimm ist, musste ich das abbrechen. Hm. Und ich konnte ja ab Mittwoch, heute geht es ja schon, kann ich auch gar nicht mehr laufen. Ich muss trotzdem meinen Rücken noch ein bisschen schwimmen. Bisschen noch liegen oder was? Ja, ich dachte, ob die 10 bis 24 Stunden liegen. Normalerweise machen die das immer nur stationär. Du musst mal einmal da bleiben, wenn du so willst. Naja, ich war, hab dann da gelegen, dann nach Hause, dann hab ich früher gelegen, passt auch nicht rein. Deswegen, wenn ich hier so zwischen die Rücken, Kanüle rein, stecke ich dann 4 cm tief in den Rücken rein mit einer Nadel. In die, merkst du auch richtig, ja, wa? Ja, ist ja nicht betäubt.
lassen dann diese Nerven, was da für sich halt rauslaufen. Es tropft dann halt so raus und die fangen das dann auf. Aber halt einmal so eine das ist Likor. Das andere ist ja, das andere ist einfach nur. Das andere ist ja Rückenmark. Genau, ja, da, da stechen sie halt kurz vorher rein und deswegen ist das so heikel auch. Ja, ich sag mal, irgendwie sowas war das. Schon komisch davor. Naja, auf jeden Fall. Kann ich ja sagen, gibt schönere Sachen. Ja, jetzt sind wir so um die Ecke. Hallo! Schön um den Lach. Knaue hier. Nein, nein, nein. Passt ja gerade. Die Kappe hinten drauf. Von was redest du denn? Ja, von meiner. Von der Häsfe hinten, da ist ein Zug dran von anderthalb Metern, der, was soll ich da machen? Der Ding heißt Leitung, Scheiße. Leitung, wie auch immer, auf jeden Fall muss ich den. Na, das ist, damit du 180er machen kannst, weißt du doch. Das ist für lecker, das ich ja kann. Naja, gut, aber ich hab ja nicht mal einen Rotator dran, der drückt mir ja gar nicht so. Ja, aber ich meine, dafür war die. Boah. Okay. Na toll. Scheiße. Kann man denn ja nicht wechseln bei der Häsfe, Züge? Wieso nicht? Züge, das ist eine Leitung. Nein, Leitung. Mann, was hat der denn? Du stehst auf der Leitung, ey. Wenn du die Leitung gekürzt hast, dann ist cool, du befüllen. Das ist geil, aber einfach. Klingt ja super spontan jetzt. Ein wenig. Ich schneide das durch. Und ich muss arbeiten, hat er kein Geld verdient. Jetzt hinter zwei Finger. Die Junge Frau fragt, wie es ihrem Fahrrad geht. So werden fürsorglich. Was wollt ihr jetzt haben? Schlauch? Hast du ihn schon hingelegt? Ihr habt hier. Ist das der? Ja. Wenn er 26 ist, ja. 20. Meinst du die Griffe, die weiß sind? Nein, Lastenrad. Weißen Kasten. Weißes Lastenrad. Nein. Pass aus, komm. Komm schnell. Bist du fertig? Bist du fertig? Bist du fertig? Ja. Hast du was gesagt? Was? Aber ich will aufschrauben. Du kannst ja hier runter. Kind of the right of reparation. Yeah. That's much Spaß. So reparieren. Alles in Ordnung soweit? Du kommst? Penner. Da unten verschimpft er. So, okay. Luki, ich dachte, du wolltest einhängen. Nuki hängt ein. Achtung, Nuki hängt ein. So, so eingehängt. So eingehängt. Dann kommt das so rein. Genau, danach wird das festgedreht, ne? Ja, dass dann nichts rauskommt. Genau, und jetzt brauchen. Jetzt brauchen wir Zug. Hülle, das habe ich schon mal nicht vorbereitet, weil die müssen wir erstmal. Hier, oder? Hier haben wir, hier haben wir die alte. Die muss so lang sein. Das ist die hintere, oder? Und das hier ist die neue. Das ist ja, das hier? Ja, klar. Weißt du doch.
Genau. Kräftig. 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 Und? Nee. Weg. Ich hoffe, das ist nicht nehmen. Teflon. Teflon? Was meinst du? Telefon? Ja. Ja, dann schwing dich drauf. Mach mal eine Runde. Homeblock. Ganz, ganz easy. Vorher. Bevor, wenn dann noch irgendwas nicht stimmt. Besser. Okay, was? Weil ich das schon gemacht habe. Ich steck das jetzt so durch. Und jetzt lassen wir das. Sieht man nicht das oder hier? Und wenn das so ist, dann auch noch raus und stecken das. Es kommt dadurch, oder? Dadurch, dadurch, dadurch. Dann hier auch, genau. In den Bogen. Und den hinteren Hals. Nein, den kann ich. Achtung. Genau, dadurch, vorher, den ran, dann übernehme ich sozusagen. Ja. Ich übernehme hier. Wird das nicht nerven, wenn man fährt? Jetzt brauchen wir zwei Bremsbälle hier. Hier. Ja, das kannst du aber morgen denke ich auch, Alina. Dann ist es auch nicht so stressig wie jetzt, wie heute. Dann teilen wir uns das Geld. In 8 Tagen kommt vielleicht die Uhr. In 8 Tagen. In 8 Tagen? Nein, ich meine in 10. In 10 Tagen? So lange? Du hast ja gesagt, 4. Mai. Und heute ist der. Ja, die ist aber schon verschickt. Oh, kann sein, dass sie auch schneller kommt. Naja, jetzt am. Muss auf Toilette. Muss auf den Pott. Hier. Oh, eine Toilette ruhig auch, ne. Nein, ich meine hier brauchen wir. Hier, genau vor der Kamera am besten. Ups. Ups, das weiß, wollte ich gar nicht. 40, 6 vor 2. Irgendwie so. Das ist schön. Gut. Dir auch. Ciao, ciao. Ja, Mensch, she's so happy. Die ist so happy. Jetzt haben wir ein Corona-Rad repariert. Ich will draußen. Corona-Rad, weil Corona. Ja, heißt ja auch nichts anderes, ne, als hier Krone. Oder so. Da. Oh, ist ganz verschmiert. Oh, ihr seid ja ganz verschmiert. Am neuen Land zerstrahlt die Corona. Das Original Corona Support. Corona Support Bike. Für morgen das erste ist dieses wunderschöne Rad hier. Vorderrad platt. Zentrieren und Kettentausch. Okay. Hier an den Schrott, die Kette. Ich dachte, du wolltest das einfach noch fertig machen. Wie ist ein Rad noch fertig? Ja, das da, was du gerade gemacht hast. Ja, ich bereite auch nur vor. Ah, Vorderrad kann raus. Willst du das schnell machen?
Mit 15er? Oder ist es schneller? Ja. Hier dein Schlüssel. Wann das denn? Entgegen dem Uhrzeigersinn. Entgegen, also nach da. Genau. Genau, weiter. Genau, jetzt knackt es richtig. Und los. Dreh. Festhalten, Grün. Das dreht jetzt. Achtung, festhalten. Das Ganze. Und raus damit. Okay. Vorbereitet. Aber schnell. Aber schnell. Zack. 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 Der Schlauch ist platt. Der Reifen ist platt. Der kann weg. Der ist tot. Der ist tot. Und der den einmal kontrollieren. Machst du das? Dann spanne ich das wieder ein. Also ich habe nichts gefunden. Außer die Fäden gehen hier ab, Papa. Ja. Papa, weißt du, was ich für eine Nussart nehme? Hatten wir doch eine Nussart? Eins. Du wolltest ja noch eins. Ja, und zwar diese. Also ich weiß noch nicht. Zwei oder eins. Ja. Wieso zwei? Eins. Ja, halt für Mama auch noch, wollte ich für sie Mandeln holen. Oder noch irgendwas anderes. Irgendwie. So. Gut, das ist das letzte. Ich bereite das vor. Also ein bisschen zentriert habe ich es, was so geht. Zentriert habe ich, neuer Schlauch ist drin und wir haben schon nach 21 Uhr. Wahnsinn, ey. Du bist dran, ja. Es ist spät. Ja. Da steht aber doch schon ein Doppel-L. Glaubst du, ich merke das nicht? Ja. Dann sagen wir jetzt fein auf Wiedersehen. Nein. Oder? Gut, liebe Leute, macht es gut. Es war nett mit euch. Ihr wart so schön ruhig, ihr wart die einzigen ruhigen Gäste heute. Alle anderen gingen mir furchtbar auf die Nerven. Und ich? Gingen mir furchtbar auf die Nerven. Warum kamen heute so viele Leute? Heute, Leute, war richtig was los. Meine Güte. Naja. Aber ist ja gut so. Ich meine, wir hatten ja fast drei Wochen Totentanz hier. Zwei Wochen waren zu, okay, habe ich dann zugemacht. Die eine Woche war nichts los, zwei Wochen habe ich dann zu. Drei Wochen nichts, ja nichts, das ist echt. Und jetzt diese nicht Woche. Nicht guck mal, jetzt kommst du. Oh, wie die kommt, kommt, auf einmal kommst du. Papa. Maulschlüssel sieht aus wie ein Maul. Das sieht aus wie ein Ring, ist also ein Ringschlüssel. Das ist zum Draufstecken, das ist ein Steckschlüssel. Ein 10er Maulschlüssel. Ich dachte, wie heißt das? Ich sortiere. Das ist 9, das ist 12, das ist 11. Liebe Leute, so, jetzt mal wirklich Feierabend. Also, macht es gut, wir sehen uns. Morgen. Genau. Bis dann. Schlaft gut. Genau. Macht es gut, bis dann. Ciao.